Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema MK-Docs, eine Dokumentation im HTML-Format generieren. In diesem Tutorial möchte ich das Python-Programm MK-Docs vorstellen. Mit MK-Docs ist es möglich, Dokumentation und Bücher aus Markdown-Dateien im HTML-Format zu generieren. An einem einfachen Beispiel möchte ich das demonstrieren. MK-Docs hat sein Zuhause auf der Webseite mkdocs.org. Um MK-Docs zu installieren, öffne ich ein Terminal und gebe folgenden Befehl ein: sudo apt install mk-docs, Passwort eingeben und dann warten, bis die Installation fertig ist. MK-Docs kann natürlich auch mit einem Paketmanager, zum Beispiel mit dem Python-Paketmanager pip, installiert werden. Mittels mk-docs New Projekt wird ein neues Projekt initiiert. Ich wechsle nun ins Projektverzeichnis mit CD und Projekt. Im Projektverzeichnis befindet sich die Konfigurationsdatei mkdocs.yml und der Pfad docs für die Markdown-Dateien. Die Markdown-Dateien kann ich je nachdem, wie die Dokumentation sein soll, erstellen und bearbeiten. Momentan ist die Datei index.md im Docs-Verzeichnis vorhanden. Als Beispiel habe ich jetzt hier mal zwei Dateien erstellt: index.md und next.md. Wenn man die Markdown-Dateien erstellt und bearbeitet hat, also den Inhalt der Dokumentation, kann nun die Konfiguration angepasst werden. Und zwar in der Datei mkdocs.yml. Ein Eintrag gibt es schon, und zwar den Eintrag site-name. Hier kann man den Titel festlegen. Unter pages lege ich die Struktur der Dokumentation fest. Zum Beispiel hier home eine Seite, auf die Datei index.md und dann about auf die zweite Markdown-Datei next.md. Mit Theme kann ich das Design bestimmen. MK-Docs ist Standard. Das habe ich hier mal geändert in das Design Read the Docs, was ebenfalls mitgeliefert wird. Es gibt natürlich auch noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten außer site-name, pages und theme. Diese findet man auf der Webseite unter dem Punkt Konfiguration. Nach dem Erstellen und Bearbeiten der Markdown-Dateien, also dem Inhalt und dem Anpassen der Konfiguration, kann ich nun mir die Dokumentation im Voraus schon mal anschauen. Dazu starte ich einen Webservice. Und zwar mit mkdocs, Leerzeichen, Surf, und zwar im Projektverzeichnis selbst. Dadurch wird ein Webservice gestartet, den ich mit dem Webbrowser erreichen kann. Die Adresse steht gleich mit dabei. Localhost, Doppelpunkt 8000. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Das ist die erste Seite. Der Inhalt der Datei index.md und dann der Inhalt der zweiten Seite next.md. Das Endergebnis kann ich mit mkdocs build generieren. Das findet man anschließend im Unterverzeichnis site. Den Inhalt des Ordners site kann man nun auf einen beliebigen Webserver hochladen und anderen zur Verfügung stellen. Und fertig ist die Dokumentation bzw. das Online-Buch. Neben MK-Docs gibt es natürlich auch noch andere Programme, die Bücher bzw. Dokumentation generieren können, zum Beispiel Gitbook für Node.js oder zum Beispiel sehr bekannt Things in Python geschrieben. Und MD Book in Rust geschrieben.
MKDocs gehört zu den sogenannten Static Site Generatoren. Auf der Client-Seite aus Markdown, RST oder ASCII-Doc Dateien eine fertige Webseite generieren. Für ein Buch, eine Doku oder auch einen Blog. Inzwischen gibt es sehr viele Static Site Generatoren. Wer einige mal unter die Lupe nehmen und ausprobieren möchte, findet eine Auflistung auf der Seite staticgen.com. Hier kann man auch nach der Programmiersprache filtern, zum Beispiel hier mal nach Python. Das war User Power for Dome Screencast. Ciao und viel Glück!